Heute hatten wir einen wunderschönen Tag. Guten Morgen! Hallo, guck mal, wer da ist! Seit Wochen war ich heute das erste Mal in der Lage gewesen, wieder rauszugehen. Das habe ich dann natürlich sofort ausgenutzt, bin gar nicht ins Bad, sondern nach dem Zack nach draußen. Das können wir hier bei uns machen, haben ja keine Nachbarn. Und war schon um 7 Uhr draußen. 7 Uhr mit Tasse Kaffee und Vögelchen um mich rum. Die gelben Sittiche, die gehorchen nur auf mich. Das heißt, wenn ich nicht rauskam, dann konnten die Kleinen auch nicht draußen fliegen. Und dann waren die ja in der Foliere gewesen. Und dann heute Morgen konnte ich sie dann eben halt sofort mit rausnehmen. Und die sind auch schön geflogen. Hallo? Das war wunderbar anzuschauen. Um sie wieder langsam an den Freiflug zu gewöhnen, haben wir erstmal nur Carlos und Carlita mit rausgelassen, weil die kennen sich ja ganz gut. Die schlafen ja auch nebeneinander in der Diele. Ja, also das hat schon mal hervorragend geklappt. Schieber wollte eigentlich gar nicht von mir weg. Ja, hier sehen wir unseren Trauerschwan. Da haben wir natürlich ein paar. Wo ist er jetzt, der zweite? Da war er. Ja, das ist auch, ja, wenn man mit der Tasse Kaffee da vorne sitzt, morgens früh den Tag so anfängt, ist das natürlich eine schöne Sache. Ja, hier ist wieder einer. Und da habe ich gesehen, mein Nagellack, der sieht ja genauso aus wie der Schnabel von dem. Wie schön rot sich das schon durchgefärbt hat. Wisst ihr noch, zum Anfang, da hatten sie ja normale Garonfarbe gehabt. Und peu à peu wurde es immer roter. Ja, Mo. Und bis, ja, 3 Jahre dauert das ungefähr, bis die so einen breiten, knalleroten Ring um den Hals bekommen. Also nur die Hähne, die Mädels bekommen das nicht. Wer sitzt denn da oben? Man muss immer genau gucken. Ach, da haben wir den Tiamo. Der pfeift sich was zurecht. Hallo, Tiamo. Dem gefällt das gar nicht, dass die Gelben bei mir sind. Der ist eifersüchtig. Carlita. Er möchte lieber selber bei mir sitzen, weil er immer weiß, da gibt's irgendwas Schönes. Chiba! Aua! Aua! Die Kleinen haben nur so einen kleinen Schnabel, aber eine Beißkraft, das ist echt phänomenal. Ich meine, das ist jetzt mehr oder weniger ein Spiel, ne? Dass man da so ein bisschen ja, sich ärgert. Immer fliegen. Aber wenn die Feste zubeißen, mein lieber Herr Gesangsverein. Immer fliegen. Die Gelben sind alle in der Luft und fliegen, aber das ist so, so schwierig, die einzufangen. Also die sind so schnell und wechseln auch so schnell die Richtungen, wo sie langfliegen, dass man da kaum nachkommt. Jetzt bin ich natürlich auch im Rollstuhl und kann mich nicht so schnell drehen. Also das ist immer mehr oder weniger Zufall und Glück, wenn ich sie dann mal da drauf kriege. Wo sind sie denn jetzt? Mal schauen. Das ist auch meistens sind die so weit weg, weil die so große Runden drehen. Da. Habt ihr gesehen? Da kommt der nächste angeflogen. Da haben wir die Maggie. Da ist einer zwischengelandet. Will auch mal die Enten gucken. Hi. Ich sag immer die Kleinen. So klein sind sie ja nun nicht. Also vergleichbar mit einem rosa Kakadu. Ja, oder Amazonen, die sind also so um die 340 Gramm und durch das lange Schwanzgefieder, also 60 Zentimeter, also deutlich länger als ein Kakadu. Klar, Kakadu hat ja nur ein kurzes Schwanzgefieder. Ja, und Nymphensittich wiegt, so viel ich weiß, um die 70 Gramm. Ja, und es sind quasi 5 Nymphensittiche. Also ganz so klein ist es eben halt nicht, nur eben halt im Verhältnis zu unseren Aras und die großen Molukken und so. Na, da ist es natürlich eben halt kleiner.
Morgens früh ist immer ein sehr wildes Treiben. Jeder will die Flügel ausbreiten, will sich bewegen. Jeder muss erstmal lautstark sagen, hier bin ich. Schaden, muss seinen komm. Baum verteidigen. Ja, da Schaden. Ist mal ordentlich was los. Aber die Kleinen waren ja, wie gesagt, heute zuerst draußen. Jetzt sind noch die Weißhauben-Kakadus und die Molukken draußen. Funktioniert auch. Wobei, bei den Molukken muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die sind so grob. Und Tiamo meint ja, ihm gehört die Welt. Aber es ist ja eigentlich Schaden. Rios Welt. Das ist schon ordentlich Krach. Also, ich sag mal, im Reihenhaus ist es wirklich schwierig, den Vogel draußen zu haben. Jedenfalls nicht um diese Uhrzeiten. Weil die machen halt wirklich, wirklich Krach. Und sollte jemand sich überlegen, sich auch solche Tiere zuzulegen, sprecht erstmal mit den Nachbarn. Auch mit dem Freiflug möchte ich auch noch mal dazu sagen, das sieht bei uns alles so easy aus. Lasst bloß nicht einfach eure Vögel fliegen. Das ist echt gefährlich. Und wenn der Vogel nicht richtig trainiert ist, dann ist er weg. Also das muss wirklich speziell aufgebaut werden. Das ist auch nicht in drei Worten eben zu erklären. Bis der Vogel so weit ist, dass er das machen kann. Bei dem einen geht es schnell, beim anderen dauert es ein bisschen länger. Ich bin der Überzeugung, dass das ja, fast bei jedem Vogel möglich ist. Aber wie gesagt, nicht einfach frei fliegen lassen. Er muss erst auf den Freiflug vorbereitet werden. Es muss ein hundertprozentiges Vertrauen entstehen. Es gibt ja auch viele Gescheite, die behaupten, die Vögel, die kommen wieder, weil sie den ganzen Tag nichts fressen und abends haben die Hunger und deswegen kommen die rein. Das ist natürlich totaler Blödsinn, weil den ganzen Tag sind die draußen am Kauen und am Fressen. Und wir haben zwischendurch, werden die ja immer gefüttert. Die kriegen Obst, Gemüse, ja? Nüsse. Also abends kann man die quasi eher reinrollen. Und das ist also absoluter Blödsinn. Das ist keine Katze, die jetzt wegen Futter reinkommt. Das ist bei Vögeln ganz, ganz anders. Da müsste man sie schon richtig aushungern lassen. Aber das ist natürlich Tierquälerei und sowas darf man auch nicht machen. Sondern unsere Vögel, das zeige ich ja auch immer wieder, sitzen ja auf den Bäumen, die fressen und tun und machen. Und ja, da ist keiner hungrig, auf keinen Fall. Abends wird auch fast nichts gegessen. Ja, und hier kommt der Tau in seine Foyer, habt ihr gesehen gerade, die Tür steht offen, der läuft von alleine da rein. Ja, wir könnten die normalerweise auch fliegen lassen, aber wir haben wirklich das Problem, dass die Raben die sofort angreifen. Das ist mit Sicherheit, hängt das mit der dunklen Farbe zusammen, weil die anderen Aras, ja, die greifen die ja an. Also die Aras greifen die Raben an und gehen dagegen vor. Aber das Problem ist, die anderen Aras mögen ja auch nicht die Hyazinthen und deswegen verteidigen die nicht. Also das ist ein bisschen schlechte Voraussetzungen. Deswegen sind die halt in der Foyere. Hin und wieder lassen wir die natürlich auch frei fliegen, wenn wir sehen, wenn wir lange Zeit keine Raben gesehen haben und die Großen auch drinne sind. Aber ja, so tagsüber, wenn wir nicht hundertprozentig daneben sitzen, dann mache ich es lieber nicht. Als nächstes müssen auch noch die Kaninde-Aras, also die Blaulatz- oder Blaukehl-Ara, müssen auch noch trainiert werden. Die Henne, ja, die ist gar nicht zahm. Und er, der Percy, geht so. Also, ja, das kriegt man schon hin. Man muss sich halt nur mit dem mehr beschäftigen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil die sind ja zusammen mit dem Cooper. Und ich wollte die ja eigentlich nicht so, dass die so an Menschen sich gewöhnen.
weil sie, ja, weil das ja seltene Tiere sind und die sich ja dann auch verpaaren sollen. Und umso mehr der Mensch da sich einmischt, umso schwieriger wird das Ganze. Ja, wollen wir mal abwarten. Aber das habe ich mir jetzt als nächstes vorgenommen. Mal sehen. Mit den Gelben klappt es ja auch hervorragend. Und das ging ja auch, das war ja innerhalb von einer Woche erledigt gewesen. Ja, wenn man einmal raus hat, wie es funktioniert, ja, dann ist es recht einfach. Aber jedes Tier, nicht nur paarweise, sondern wirklich jedes Tier, reagiert ja anders und muss anders mit dem umgegangen werden. Also das ist wirklich nicht einfach. Und deswegen, man kann nicht einfach sagen, die kommen raus und lassen wir fliegen und die werden schon wiederkommen. Das ist so nicht. Und die Hyazinthen haben auch Spaß an den Backen. Die sind immer am Spielen und am Tun und am Machen. Aber ja gut, okay, es ist natürlich jetzt noch sehr, sehr früh. Tagsüber schlafen die eigentlich. Ja, aber hier sind noch ja die Morgenstunden. Das macht ordentlich Spaß. Oh je, auf dem Kopf gelandet. Das tut weh. Fritz, mach mal ein freundliches Gesicht. Wie guckst du denn? Das tut richtig weh, wenn die auf der Kopfhaut sind. Also, die haben ja so ganz kleine Krallen wie Nadeln und das piekst dann so richtig da rein. Ja, heute kam der Schamohahn zu den Hennen. Ach, ich kann vorwegnehmen, das haben wir natürlich nicht gefilmt, aber die Hennen sind komplett auf den drauf. Der Fritz war, kurz nachdem ich das Video hier stoppe, ist er in 3 Schritten da hinten gewesen und die haben den angefallen und haben den Kopf aufgehackt. In 2 Sekunden, noch nicht mal. Und die haben wir natürlich sofort dann rausgenommen, ja, entsprechend versorgt und dann kam der wieder rüber. Ja, das ist, Hühner sind nicht einfach. Aber dafür vertragen sich die Aras wunderbar. Carlos und Kalita lieben sich und genießen die Zweisamkeit. Hier sehen wir jetzt 3 Größen. Einmal in der Mitte der Alexander-Sittich, oben ist Luna, Weißhauben-Sittich und unten sind die ganz großen Aras. Also alle 3 Größen, 3 verschiedene Arten und alle vertragen sich. Und hier ist Carlos und Kalita in der kleinen Magnolie. Normalerweise sitzen die da überhaupt nicht, aber weil ich jetzt da eben halt sitze, kommen die auch dahin. Kalita will ja von mir nicht angefasst werden, aber trotzdem sitzt sie immer bei mir. Hier, da ist zum Beispiel, wie ich eben schon sagte, die sind den ganzen Tag am Fressen. Hier fressen sie zum Beispiel die Knospen, die Magnolienknospen. Blätter, Rinde, Samen, Eicheln, alles, was zu finden ist, wird gefressen. Und die sind so kräftig, die Vögel. Also, die gehen nicht aus Hunger abends rein. Ganz bestimmt nicht. Da oben sitzt Schabu. Die hat natürlich eine hervorragende Aussicht dort. Das ist ganz schön weit weg. Hallo, mein Schatz. Fritz mit seinen Lieblingen. Vorne Kalita hier, Wackeldackel. Ja. Könnt ihr eine Nuss abfallen? Nicht mein Hemd kaputt machen. Das ist ganz neu. Ja. Kalita, nicht kaputt machen, mein Hemd. Ja, hier haben wir den Carlos. Erinnert ihr euch noch? Oder auch für die Neuen? Das ist eine Naturbrut, wurde also von den Eltern aufgezogen, hatte keinen menschlichen Kontakt, kam
Anfang Dezember zu uns, ist seit Karneval im Freiflug. Ja, und super zahm, gehorcht, prima. Und hier haben wir Pino und Pancho. Pina und Pancho, so kommen die raus bei uns. Ja, da machen wir, die holen wir runter, die haben ja oben das Zimmer. Und dann fliegen sie auch. Und guckt mal, wie die sich bewegen. Das ist jetzt so 9 Uhr früh ungefähr. Und wir holen ja jetzt langsam nach und nach alle raus, damit die Gelben sich dran gewöhnen, dass es alles noch überschaubar ist. Und es passiert gar nichts. Die drehen ihre Runden, riesen Runden. Jetzt stellt euch mal vor, der Vogel lebt in der Foyere. Wo soll der sich bewegen? Oder im Wohnzimmer, wie soll der denn die Runden drehen? Das ist wirklich schwierig. Und guckt mal, was die für Riesenrunden machen. Dann wird sich schön in Schatten gesetzt und dann wird erstmal ordentlich da geknabbert und Blätter und Stöcke abgeknickt. Sieht natürlich auch immer gut aus unten auf dem Weg. Und auch viele Enden am Baum sind braun. Aber ich meine, der Baum ist so riesig groß. Wir sind ja froh, wenn da mal was abgeknabbert wird. Hier gibt's Gurke. Nee, Quatsch, Banane, sorry. Rio akzeptiert jetzt sogar Carlos in der Nähe beim Fressen. Das ist auch schon so toll geworden, weil der hat ja zum Anfang ihn ja eher gejagt. Aber jetzt, das ist Carlos, sitzen sie zusammen und futtern. Und ich habe heute bei dem schönen Wetter auch mal wieder angefangen, ein bisschen Farbe rauszuholen und zu pinseln.